Hallo zusammen. Ich habe wieder eine Box von Lisette bekommen. Und da war was drin. Unter anderem das hier. Der Kabuki aus der Soul Sister LE. Und der ist so weich. Also, ich habe damit Rouge aufgetragen, ich habe damit Puder aufgetragen. Er hat ganz viel Widerstand. Aber der ist trotzdem so flauschig, dass ich gar nicht aufhören möchte. Na gut, tue ich jetzt aber. Er kam in so einer Packung und hatte deswegen auch nur eine perfekte Form, als er hier ankam. Also, falls ihr ihn irgendwo in irgendeinem abgelegenen Drogerieladen noch findet, der lohnt sich auf jeden Fall. So, dann, was war denn da noch alles drin? Aus dieser süßen Osterkiste das Duschgel namens Frühlingsgefühle. Passt super. Kirsche, Frühlingslaune, Schutz vor dem Austrocknen, schön fühlen, glücklich sein, all das verspricht dieses Duschgel. Und es riecht wie... fast ein bisschen wie Kirschschnaps. Und ein bisschen nach... ja, also es riecht ein bisschen nach Mancherie und nach diesen kleinen Kirschlollis, die man als Kind für 10 Pfennig kaufen konnte oder so. Ja, so alt bin ich. Danach riecht das. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es ist bestimmt, macht das total Spaß. Dann war von Santa Verde Naturkosmetik eine Gesichtscreme. Und da steht Medium drauf und ich muss sagen, die kann richtig was. Also ich habe die mal für nachts benutzt und dann mal für tagsüber vor Make-up und so. Und sie braucht eine ganze Weile, bis sie einzieht, weil die einfach so reichhaltig ist. Und hier steht auch tatsächlich drauf, dünn auf Hals und Gesicht auftragen und sanft einmassieren. Das dünn auftragen ist ernst gemeint. Also die Menge, die ich sonst von anderen Cremes gewöhnt bin, habe ich natürlich am Anfang gemacht, weil man es halt gewöhnt ist. Und danach konnte ich mir noch komplett die Hände, beide Hände, bis hierhin mit eincremen. Also es war ein bisschen viel. Und sie riecht auch wirklich sehr nett und ganz, ganz sanft und subtil. Und wirklich, wirklich was Tolles. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann, aber die Öffnung ist auch super klein. Einfach, weil man wirklich nicht viel braucht. Also Daumen hoch, das ist wirklich ganz feines Zeug für Leute, die ihre Haut wirklich zwischendurch einfach mal auch richtig nette, natürliche Feuchtigkeit spenden wollen. Wirklich, wirklich fein. So, was war noch drin? Dim, 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 dim. Lockenshampoo und Crazy Curl Fixiergel. Beides von Keralock. Ich habe beides noch nicht ausprobieren können. Das hier soll man nämlich mit Wicklern und so weiter machen. Das muss ich mit einer Freundin zusammen machen, die sich mit Wicklern auskennt. Ich bin echt raus. Was ich allerdings auch mal ausprobieren werde, ist, ist das Zeug einfach so ins Handtuch trockene Haar zu kneten und mal gucken, was das mit meinen Mini-Löckis anstellt, die ich ja normalerweise habe. Aber es riecht auch total toll nach Friseur und nach Profi und so. Sowas mag ich total gerne. Und das Witzige, was hier drauf steht, spendet voll Feuchtigkeit, lalalala. Und dann steht da, auch für lockiges Haar geeignet. Crazy Curl Shampoo sollte für Locken sein, oder? Das war ein bisschen niedlich. Fand ich aber total cool. So, und dann... Roms, Pinselattacke. Das hier ist der Ebelin Puderpinsel. Und der ist genauso weich wie der Kabuki von Essence. Also sprich, wenn ihr den Kabuki nicht mehr bekommt, ist der hier auf jeden Fall auch eine ganz tolle Alternative. Der ist ganz weich, nimmt sehr viel Produkt auf. Also da muss man, also wenn ihr Rouge damit macht, müsst ihr echt vorsichtig sein.
ich war es einmal nicht. Und das kommt schon wieder häufig. Daran muss ich arbeiten. Also wenn ihr Rouge damit auftragt, den Klassiker einmal ordentlich abklopfen. Ansonsten ist der wirklich fein. Preiskategorie technisch liegt der, denke ich, zwischen 3 und 5 Euro. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, nagelt mich nicht fest. Wir können ja mal kurz einen Größenvergleich machen. Also, so. Und er ist halt dadurch, dass er insgesamt ein bisschen länger ist, gibt er halt etwas mehr nach. Was ich aber auch echt nicht schlecht finde, weil man mit dem hier zum Beispiel besser unter die Augen kommt, wenn man den Concealer fixieren will, was mit dem hier ein bisschen schwieriger ist. Aber dafür ist er ja auch nicht gedacht, ne? So. Dann war da ein Rouge- und Konturenpinsel, ebenfalls von Ebelin dabei. Der ist relativ hart, muss ich sagen. Nimmt auch eine unglaubliche Masse an Produkt auf. Gibt sie auch sofort wieder ab. Das habe ich beim Konturieren gemerkt. Ich bin einfach nicht so geschickt. Ich bin einfach, wenn ich einen Pinsel fühle, so, weiß ich trotzdem nicht sofort, wie der sich auf der Haut verhält. Das heißt, ich habe ausprobiert und musste dann anschließend kräftig mit dem hier oder mit dem Kabuki nachblenden und verwischen, weil ich mir hier echt so ein schönes Ding hingehauen habe. Also für Konturen finde ich ihn gut. Für Rouge, muss ich sagen, finde ich die runden Kandidaten besser. Aber das ist wahrscheinlich auch Geschmackssache. Aber für die Kontur, der legt sich da so schön rein, man braucht einfach nur noch, ne, gucken, wo er ist und dann einfach nur noch losziehen. Und auch hierfür, für jemand, der sich halt die Nase schmaler machen will, ich würde sie kürzer machen wollen und nicht schmaler, und das ist dann halt, das bringt bei mir nicht so viel. Scheiße. Der ist auch fein. Dann, wovon ich total überrascht wurde, dass der wirklich so toll ist. So ein ganz kleiner Lidschattenpinsel von Ebelin. Man sieht, er ist ganz flach. Und damit kann man sowas von toll Creme-Produkte, Creme-Lidschatten auftragen, dass es eine wahre Freude ist. Ich habe von Elf einen Highlighter, einen Flüssig-Highlighter, den ich auch in letzter Zeit ab und zu mal als Lidschattenbase benutze. Und ein bisschen auf die Hand und dann angefangen, den hier so raufzubringen. Und das Ding legt sich wirklich auf die Haut, ist durch diese kleine Spitze, andersrum, kann man damit wirklich, wirklich präzise in die Ecken gehen und auch unterm Auge ganz toll noch was machen. Den finde ich echt top. Also da bin ich wirklich überzeugt. Er hat bis jetzt auch noch keine Haare verloren. Jetzt gerade hat er eins verloren, aber mein Gott, das ist gerade kurz nach der Produktion, ein, zwei dürfen sie ja verlieren. Fand ich auch prima. Dann, passend zu meinem matten Lippenstift aus der Revoltaire RE, den man ja anscheinend Optimalski mit einem Lippenpinsel auftragen soll, der Ebelin Lippenpinsel. Und da ist jetzt kein... Früher gab es ja in den Pinseln so ein komisches Fixierzeug, dass die so stehen. Das ist hier nicht drin. Und der ist also wirklich... Die Spitze bleibt eine Spitze, das heißt, da kann man sich wirklich ganz, ganz krass die Konturen beziehen. Und wenn man mit Gel-Aligner-Pinseln, glaube ich, ein Problem hat, könnte man den hier wahrscheinlich auch benutzen, weil der von der Seite auch sehr verhältnismäßig flach ist und die Spitze halt echt, echt krass ist. Also damit kann man bestimmt auch anderen Blödsinn anstellen, als einfach nur Lippenstift auftragen. Also damit werde ich definitiv auch noch eine Menge Spaß haben. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich konnte natürlich nicht die Box vor der Kamera aufmachen. Das habe ich nicht ausgehalten. Ich musste sie sofort auseinanderreißen und mich auf den Inhalt stürzen. Ich kann einfach nur sagen, vielen, vielen lieben Dank für die tolle, tolle Box. Mit den Sachen werde ich definitiv Spaß haben. Review kommt hierzu auf jeden Fall noch. Hierzu werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein Wort verlieren, wenn es mich wirklich aus den Socken haut. Und wie gesagt, hierzu habe ich ja schon ein bisschen was erzählt. Also die ist wirklich, also wer trockene, empfindliche Haut hat, die aber Aloe Vera verträgt, ganz toll. Wirklich ganz, ganz toll. Ja, damit sage ich vielen Dank und jetzt mache ich mit sowas weiter, weil es einfach so schön ist. Tschüss!